in dem Pflichtprogramm nach der erfolgreichen Kür gestern gegen Mülheim und dem sicher gemachten Viertelfinalticket jetzt Platz 2 festzumachen und damit wirklich hervorragende Ausgangssituation für das Playoff-Viertelfinale. Düsseldorf in Vorbereitung auf die Playdown-Serie. Wie der Trainer sagte, schon die ganze Saison, Marc Spieker in seiner ersten Saison allein verantwortlich. Ja, es wird gegen den TSV Mannheim Hockey gehen. In einer Best-of-Three-Serie ist es vielleicht vor allen Dingen der Glauben an sich selber nach einer so langen Saison mit so vielen doch Nackenschlägen und auch schwächeren Ergebnissen, den Glauben daran zu behalten, in so einem Spiel was oder in drei Spielen etwas bewegen zu können. Ich kann noch nicht verraten, wer es sein könnte. Es soll eine Überraschung bleiben. Ole Ingwersen, Christian Plasch. Christian Plasch, glaube ich, den aktuell renommiertesten und routiniertesten Schiedsrichter im Bundesliga-Circuit. Oh, und was für ein Start. Mit dem ersten Kreiseintritt bringt sich UHC aufs Scoreboard. Ein Schlenzer auf die lange Seite, der alles geöffnet hat. Flo Sperling bringt Druck auf den Kreis. Und in der Box ist es Tobi Martins. UHC setzt sich fest. Während wir nochmal den zweiten Kreiseintritt sehen. Ja, in der Kamera, in der Einstellung nicht zu sehen. Sehr aufmerksam von Tim Schwieren und ganz interessante Konterposition. 2-1 im Zentrum. Oh, und wieder eine Riesenchance. Verschleppt Koji etwas den Konter. Hat zu lange auf Mitspieler gewartet. Und dann aber auch starke Parade. Etwas tiefer und breiter aufgestellt als noch die letzte Saison. Und auch so ein hervorragender Mann wie Niki muss da offensichtlich um seinen Platz kämpfen. Gestern nicht dabei, richtig beobachtet, aber heute dabei und sicher auch ein Kandidat dann für die heißen Spiele der Saison. Gibt's die erste Ecke, während ich erzähle, des Spiels. Eigentlich ein schöner Durchbruch über die Grundlinie von Henry Schmid und dann hauen sich die Düsseldorfer Spieler das Ding gegenseitig an den Körper. In der Luft den Ball nicht mit der Vorhand gedrückt. Das wäre natürlich ein Wahnsinnstor gewesen. Für Bene Schwarzhaupt. Gute Verständigung zwischen den Schiedsrichtern. Zweiter Versuch. Und diesmal kommt er an der ersten Welle vorbei. Bene Schwarzhaupt. Ganz komische Bewegung. Macht der Keeper da, geht in die Hocke. Und somit ist es momentan auch jetzt in dieser Szene wieder viel zu einfach für den UHC, die momentan keinen großen Aufwand betreiben müssen, um Ballbesitz und Kreiseintritte zu generieren. Wieder viel zu einfach und toll gespielt
zum dritten Mal, dass die Abnahme allerdings vorm Tor nicht funktioniert. Gian Graffiti über die Halbspur. Wir sehen nochmal den nächsten Kampf in der Box. Ja, auf Messerschneide. Boah, was für eine Szene. Ich wollte gerade darüber sprechen, dass das Spiel so ein bisschen einschläft. Und dann findet Bene Schwarzau Tobi Martins am Schusskreisrand, der gut öffnet und Richtung langen Pfosten legt. Und auf der anderen Seite ein UAC, der trotz unbedrängter Kreiseintritte, auch wie hier wieder, immer wieder den Ball festmachen kann, über den linken Fuß in die nächste Ebene von Tobi Martin auf Koji, der schön öffnet und einen völlig freien Schuss aus 8 Metern sich erarbeitet. Wieder geht's schnell und einfach von Ebene zu Ebene über die rechte Seite an den Schusskreisrand. Diesmal darf Henry Schmid den Ball festmachen. Und belohnt sich, findet den freien Fuß. Von der kompletten UHC-Mannschaft. Mal sehen, mit welchem Ergebnis. Schützen tauschen. Oh. Ja. Kein Tor und völlig richtige Entscheidung. Innerhalb gestoppt. Kann an Platz 6 nichts mehr ändern. Toller Ball von Bene Schwarzhaupt. Wieder ist es ein leichtes, diesmal für Tobi Martin, am Schusskreisrand vor dem Düsseldorfer Gegner an den Ball zu. Und wenn man im Aufbau so lange den Ball ideenlos halten muss, dann wird es eben schnell gefährlich. Jetzt mal eine schöne Kombo über rechts. Gut angelaufen. Gefühlt das erste Mal, dass wir so eine Aufbau-Kombo sehen. Und der Versuch auf Stecher zu spielen, der den Ball aber weit verpasst. Und das, was übrig bleibt vom Stecher im Spiel, ist eine leichte Beute für Flo. Ja, ich hoffe, dass die letzten 2-3 Minuten hier nicht stilprägend sind für das Spiel. Viele Fehler auch bei UHC. Jetzt aber wieder die Chance. Völlig freier Schuss. Toll gespielt, ohne Frage. Den Nachrücker mitgenommen, schnell in den Kreis gedrückt, über den linken Fuß. Und da ist Henry Schmid völlig frei auf 8 Metern und bratzt dem Keeper das Ding auf den Handschuh. Und das ist natürlich auch die Gefahr, die in diesem Spiel liegt. Wenn die Chancen nicht genutzt werden, bei aller Überlegenheit, am Ende steht 2-0 und so eine Ecke, wir haben ja eben gesehen, wie die entstehen kann. Dafür muss Düsseldorf ja nicht unbedingt in den Kreis kommen. Kann dann bei dem Spielstand doch viel verändern. Zentral und hochgeschossen.
Das ist nicht das, was er als Ergebnis wollte, Bene Schwarzhaupt. Und sofort geht's wieder. Viel zu einfach. Ihr hört mich kopfschüttelnd. Wirklich darüber, wie einfach der Düsseldorfer HCS im UHC macht, in den Kreis einzutreten. Immer wieder können die Roten 2-1-Situationen herstellen und flach in den Kreis spielen. Und da muss sie hin. Klare Verhältnisse endlich. 3-0. Und das Trefferbild war natürlich deutlich besser als beim Versuch vorher. Und hat das lange Eck doch etwas aufgemacht. Wobei auch gut angezogen von Schwarzhaupt, weg von der ersten Welle. Ein bisschen in sich rein. Düsseldorf schafft es keine 2 Sekunden, den Ball zu behalten vom Anstoß weg. Und wieder spielt sich UHC innerhalb von Sekunden in der Top-Position. Lauritz Erb in dem Fall. Die Möglichkeit aufzulegen, aber natürlich darf er aus der Position auch abschließen, aber wieder passiert zu wenig daraus. Wieder eine Ecke. Wenn es so weitergeht, brauchen wir es wirklich noch. Wunderschön gemacht. Aber ich glaube, dass der Schuss neben das Tor geht. Wir gucken uns das mal an. Schwarzhaupt wechselt von kurz auf lang, schlenzt aber neben das Tor und braucht die Mithilfe der Fußsicherung. Aber selten war ein Ergebnis so passend inzwischen. Und ganz interessante Konterposition. Tobi Martin, nur noch ein Verteidiger vor sich, schön durchgesetzt. Und hat viel mehr Zeit, als aus vollem Lauf auf dem rechten Fuß zu schießen. Setzt sich Kreuz den vorletzten Gegenspieler, setzt sich toll durch gegen den letzten. Und dann wird aus vollem Lauf kurz verzogen. Aber ich finde, da hat er viel mehr Zeit, hat sich viel mehr Raum und Zeit erarbeitet, um da eine bessere Position am Ball einzunehmen. Henry Schmid mit dem nächsten Abschluss. Da bin ich mal gespannt auf die Halbzeit und die Statistik. Das muss ich selber machen, höre ich gerade. Da haben wir den Pfosten. Und wieder geht es flach geschrubbt in den Kreis, in die Vorhand des Mitspielers. Also es bleibt mir wirklich schleierhaft. Ja, Tempo wird hochgehalten. Ah, aber der Düsseldorfer Torwart inzwischen ein bisschen warm geschossen mit der nächsten guten Aktion. Ja, gehst du mal einmal raus, bitte. Lass den Ball bitte liegen. Lass ihn doch einfach. Ja, und? Aber du musst ihn dann nicht umschmieren. Ja, und? Das kannst du anders machen. Kannst du anders machen. Ja, lass mich mal bitte. Ja, Blaschka, das hat er gemacht.
Geh mal raus, bitte. Geh mal raus. Du kriegst den Ball einfach mit. Ja, sehr seltsame Situation, auch wenn... Was denn? Willst du ihn nicht auch rauswerfen? Ben Schwarzhaupt da sicherlich etwas ruhiger reagieren könnte. Nichtsdestotrotz ist es sehr seltsam, dass er als einziger... jetzt, die Schiedsrichter haben noch miteinander gesprochen. Wird also eine Strafe gegen beide Spieler ausgesprochen. Ja, dann haben wir jetzt etwas mehr Platz auf dem Spielfeld. Beide Mannschaften 2 Minuten lang 10 gegen 10. Ja, gut durchgesetzt, schön in den Laufweg des Gegners geschnitten. Nächster Kreiseintritt. Ja, da wird sich von mehreren beklagt. Oh, eine gelbe Karte gegen Düsseldorf. 18, ne? Oder? 18. 18, 32, ja, macht gut. Alles klar. Ja? Ja, wir können. Das heißt, jetzt sehen wir eine Überzahl für den UAC, mindestens 5 Minuten. Ja, und damit folgerichtig auch nach dem Dauerdruck der ersten Minuten des dritten Viertels das 5:0 für den UAC. Sehr schön herausgespielt über die linke Kurve, dann auch gut vorbereitet, alle Positionen waren besetzt. Man muss sagen, der Düsseldorfer HC hat die Gegenwehr ein bisschen eingestellt. Jederzeit die Möglichkeit, das Tempo zu forcieren. Ah. Henry Schmidt sich da durchgesetzt, den Ball gut in der Luft kontrolliert, setzt sich gegen den direkten Gegner durch. Und dann ist am langen Pfosten alles frei, muss nur noch eingeschoben werden. 6:0 für den UHC. Oh, wieder erneuter Ballgewinn. Tempo wird aufgenommen. Und somit 7:0. Viel Passmöglichkeiten im Kreis. Da kommt der DHC leider nicht mehr hinterher. Na du? Tach. So, ja, dann. Hallo Klaas. Wieder da. Wieder da. Besprechung mit den zweiten Herren gemacht. Und 3 Tore verpasst. Wie die Jungfrau zum Kinde. So läuft das hier. Ja, was sagst du zum Auftritt? Der ja, UHC-Herren heute, vielleicht zu Anfang. Große Flexibilität, es ist immer wer in Bewegung, es ist immer wer anspielbar. Und und jetzt aber allerdings auch leider mit relativ wenig Gegenwehr versehen. Das kommt jetzt noch oben drauf. Lass uns mal kurz bei den UHC-Herren bleiben. Bin ich bei dir. Wenn wir jetzt das Salz in der Suppe suchen müssten. Ui. Vorteil gepfiffen. Ja, und jetzt mutet es langsam so ein bisschen so an, als wenn jeder Kreiseintritt automatisch auch zum Torerfolg führt. Auf der anderen Seite ist das, was UHC aus dem Spiel holen muss. Sie könnten die Nummer auch ruhiger angehen lassen hier, aber das würde mit Blick auf die nächsten Wochen nun überhaupt nicht helfen. Richtig. Wenn du so häufig in den Kreis kommst, dann musst du auch Wirkung erzielen im Kreis. Und das tun sie jetzt sehr erfreulich und tut anscheinend momentan der Spielentwicklung überhaupt keinen Abbruch. Gutes Zeichen, hast völlig recht. Erlebt ja die Jungs, die nicht spielen, oft dann am gleichen Tag bei mir, bei den zweiten Herren.
Und die haben gerade auch da eine super, super Einstellung, bringen super Input in die Truppe. Ja. War Flo ein bisschen überrascht. Ich glaube, sein Anspruch an sich selber wäre schon, das Ding über die Grundlinie zu klären und nicht gefährlich zu machen. Ja, genau. Läuft ihn eigentlich sicher ab, ne? Springt ihn dann aber leider gegen den Fuß, also eine weitere Ecke. Ja, die Schuhe von Bene, die müssen schon ganz schön was abkönnen, dieses Wochenende. Ich glaube, er hat gestern ja auch gestern sechs oder sieben Ecken abgelaufen. Ja, ging gestern auch am Ende bandagiert oben Richtung Kabine. Ja, was gegen das 3-1 natürlich die richtige Variante, mit einer Linksablage zu arbeiten. Aber der ganze Ablauf doch deutlich zu langsam. Ja. Konnte die erste Welle noch abbiegen und die Kopfsicherung noch eingreifen. Ui. Ist die tolle Entwicklung der Mannschaft ja zu sehen, wenn man ein Jahr zurückdenkt. An das Duell, weißt du noch, wie es ausging hier? Das Heimspiel gegen Düsseldorf letzte Saison? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie in Düsseldorf, glaube ich, verloren haben. Ne? Da war es dann sogar noch ein Unentschieden, glaube ich. Aber hier zu Hause hat man 0-1 verloren. Ja, ich habe tatsächlich gestern auch gesagt, dass ich auf heute sehr gespannt bin, weil das so ein Spiel ist, wo wir in der Vergangenheit immer gut für waren, dass wir so ein Top-Duell dann irgendwie gewinnen und gut spielen und im nächsten Durchgang gegen irgendwen, den man eigentlich schlagen muss, dann plötzlich Schwierigkeiten haben, aber sehe ich ganz genauso. Ne? Es ist souveräner und die Leistung kann aus sich selbst heraus aufrechterhalten werden. Ah, jetzt mal eine Variante auf den langen Pfosten. Gian Graffiti da. Versucht den Block am langen Pfosten zu spielen, aber leider etwas zu unpräzise. Kannst du die Jungs daran erinnern, dass die Bälle noch geholt werden müssen aus der Halle? Super. Gegen BHC fürs letzte Jahr. Wir erinnern uns an das Viertelfinale und an das Penalty-Schießen hier. Ja. Ja, gut. Ja, Niki Thiel ist ja auf jeden Fall ja, der will noch was hier. Zweite gute Szene von ihm. Ja, aber das meinte ich vorhin auch, ne? Das ist halt auch die Kategorie von Spieler, der will hier zeigen, dass er präsent ist, dass er will, dass er dran ist an der Mannschaft, will seine Chance hier nutzen. Wurde sich wieder länger unterhalten. Das hat bisher solche langen Unterhaltungen zu Varianten geführt. Diesmal aber nicht. Ja, Düsseldorf jetzt auch im Prinzip ohne eigenen Spielaufbau. Ne, passiert nichts mehr. Wieder weggefischt. Ja, gut, jetzt in die nächste Ebene gespielt. Ja, und Maxi Kloss mit dem Abstauber vorm Tor. Ich glaube, er wäre auch so reingegangen. Dran? Ja, ich glaube, er wäre auch so reingegangen. Aber da meinte der Maxi wohl, Koji hat ja auch schon getroffen. Zack, da hat er ihn nochmal. Und freut sich viel großer. Ja. Ja. Tor ist Tor. So, jetzt haben wir zumindest nochmal ein bisschen Spannung. 2 Minuten. Zweistelligkeit ja oder nein. Ja. Als heute hier erforderlich waren und dass Düsseldorf die richtige Mentalität und das richtige Material für diese Runde hat, haben sie letztes Jahr bewiesen. Und insofern ein ganz ehrlich gemeintes viel Glück und viel Erfolg für die Playdown-Runde. Ja, und dir viel Erfolg. In den Mai, würde ich sagen. Viel Erfolg mit der zweiten Herren heute gegen Heimfeld hier. Mal gucken, was das gleich gibt. Wir streamen und du kommentierst, habe ich glaube, gehört. Ich glaube, Hendrik kann nicht mehr. Der hat genug. Ciao, ciao. Dem ist alles egal. Tschüss.
Ja.